Einen absolut wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu diesem Vlog am Samstag, dem 26.02.2022. Es ist draußen ein diesiger, nebliger Tag. Wir haben 7:45 Uhr morgens, es ist früh für einen Samstag. Das hat aber Gründe, Freunde. Heute ist ein Tag, der vollgepackt ist mit tollen Sachen und ich dachte mir, das ist die perfekte Gelegenheit, euch eigentlich schon wieder mitzunehmen auf einen kleinen Vlog. Ja, ein bisschen vermisse ich das Vloggen und versuche es deswegen jetzt immer wieder einzustreuen, damit ich es quasi in einer Dosis handhaben kann, die mir auch nicht zu viel wird. Was steht denn heute auf dem Programm, Leute? Ich fahre jetzt gleich einkaufen. Dann fahre ich zu Steffi, bringe ihr den Einkauf vorbei, packe Steffi ein. Wir fahren nach Cigar World. Natürlich, Freunde, es ist Ende des Monats, ich fahre nach Cigar World. Dann halten wir auf dem Rückweg beim Gartencenter Dena in Düsseldorf. Da werde ich mir unter anderem für meinen, ich glaube, er heißt Monstera Silver Sword, der braucht dringend einen größeren Topf. Den werde ich mir da holen, einen größeren Übertopf, damit ich den umtopfen kann. Topf. Und dann fahren wir in die Essener Innenstadt. Ich werde mir neue Klamotten kaufen, die dringend überfällig sind, weil das hier, die sind auch 30 Kilo alt. Weil, Freunde, und jetzt kommt's. Ich habe die 85 Kilo heute geknackt. Ja, das heißt natürlich auch, das wird heute das Video, das ich drehen werde für etwas Martin heute Nachmittag, wird das 85 Kilo Update. Ich habe mich dazu entschlossen, ab jetzt die Updates in meinen 5 Kilo Schritten zu machen, weil auch einfach nicht mehr so viele kommen können. Ich muss jetzt nur noch, lass mich nicht lügen, 9,5 Kilo abnehmen und habe mich dann halbiert. Ich muss nur noch 4 Kilo abnehmen und bin ein, wie man so schön sagt, ein Uhu. Ein jemand, der halt unter 100 Kilo wiegt. Das sind nur noch 4 Kilo, Freunde. Heute hatte ich 103,9. Von daher werde ich das jetzt in 5 Kilo Schritten machen, weil einfach nicht mehr so viel kommen kann. Ich habe ein paar lustige Sachen geplant heute für das Video. Es wird nicht das große Thema geben, sondern für das Erfassmarketing-Video. Ich werde 2-3 kleine Blöcke abarbeiten. Ja, ich muss jetzt aber tatsächlich mich daran setzen, einen Einkaufszettel zu schreiben. Und würde sagen, ich hole euch entweder zwischendurch beim Einkaufen dazu oder wir sehen uns das erste Mal, wenn ich mit Steffi auf dem Weg zu Cigar World bin. In diesem Sinne, Leute, kommt gut in diesen Tag. Er ist grau, aber trotzdem fantastisch. Ihr merkt, ich habe gute Laune. Es wird ein toller Tag mit vielen tollen Kleinigkeiten. Und darauf freue ich mich. Kommt gut in den Tag. Jetzt sind wir live, Martin. Ja, wir sind live. Cool. Freunde, ich sage euch eins, Samstags vormittags einkaufen zu fahren, macht keinen Spaß. Es war stressig, es war nervig, es waren viele Menschen unterwegs, die sich persönlich als Ziel gesetzt hatten, im Weg zu stehen. Das war super. Aber ich habe es geschafft. Ich habe meinen Einkauf zu mir gebracht. Ich war dann bei Steffi. Wir waren jetzt gerade schon bei Cigar World. Und jetzt, Steffi, du bist da. Ich bin da. Hallo. 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 Und hi. Wir fahren jetzt zu Dena. Ja, Gartencenter. Ich freue mich seit Tagen darauf, ne? Wie so ein kleines Kind, wirklich. Ja, das ist Steffi hat auch schon, wenn wir so mal zwischendurch telefoniert haben und so, sie so. Ich freue mich so darauf oder ich überlege schon jetzt irgendwie nach ins Gartencenter so zu fahren, dann bei sich um die Ecke und ich dachte immer nur so, jetzt entspannt. So, also jetzt bleiben wir ja mal alle ganz ruhig, ne? Ja, ich weiß auch nicht, ich habe gerade wieder so richtig Bock mal, ich glaube, weil ich jetzt mich auch über Winter sind mir halt einfach ein paar auch eingegangen, ist halt so, it happens und ich habe einfach mal wieder Bock Pflanzen anzugucken und durchs Grün zu laufen da, und wenn ich dafür nicht rausgehen muss, umso besser. Ja, ich brauche einen neuen Übertopf und einen neuen Untertopf, Intopf. So eine Schale, so ein Unter... Nein, nicht Untersetzer, sondern die Pflanze muss ja irgendwo rein. Ach so. Ah, okay. Ich möchte die nicht direkt in den Übertopf haben. Ja. Möchte ich nicht. Ja, ist okay. Und deswegen muss da noch was rein. Aber die gibt es, das sind so Plastikteile. Ja, muss ich halt einfach mal fertig machen. Muss einfach mal fertig machen. Ja, und Steffi gibt mir dann Erde. Also, Steffi hat noch Erde. Ich habe meinen selbstgemixten, angemischten Potting-Mix. Topf Blumenerde. Ich habe mir die selbst zusammengemischt. Ja, und davon wie kriege ich die denn? Weil du hast die doch in so einem großen Dings. Und also, wie nehmen wir davon etwas weg und geben es mir? Ja, am besten bringst du da... Ich könnte gleich diesen Innentopf mit nach oben nehmen. Das kannst du machen, Martin, aber der hat unten ein Loch drin. Aber das ist okay, das können wir ja mit irgendwie Küchen,
Dings da, wie heißt das, Küchenrolle auslegt oder so. Ja, oder ich kriege es oder so. Aber ja, das musst du vorher wieder abmachen? Ja, das ist mir bewusst. Okay. Der weiß ich ja nicht, ob du das weißt. Ja, auf jeden Fall kriege ich dann Blutmelder von Steffi und dann werde ich meinen, ich wünsche jetzt einen Silversurfer auf dem Saal. wie heißt das gelöst nochmal? Silversword. Ja. Philodendron Hastatum Silversword. Ja, der wird dann umgetopft, vielleicht heute oder morgen, das weiß ich noch nicht. Und dann geht er richtig los. Ja, ich muss meine ganzen Stecklinge dringend mal eintopfen. Die stehen seit Monaten teilweise schon im Wasser. Und also, die müssten jetzt einfach mal auch langsam in Erde, wo so ein bisschen Nährstoffe drin sind und so. Aber ich habe jetzt auch meine Pflanzen beim letzten, als ich das letzte Mal gegossen habe, auch alle schon mal gedüngt. Das macht man über Winter nicht in der Regel, aber da einige jetzt schon anfangen, von den Kameraden neue Blätter zu kriegen und so, dachte ich. Stabil. Stabil, ne? Stabil, finde ich gut. Also wir fahren jetzt zu Dena. Ich werde gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen blogge. Dann fahren wir in die Essener Innenstadt, ein bisschen Klamotten kaufen. Steffi wollte einmal nach Thalia, ich wollte dann auch einmal Kaffee kaufen. Und dann fahren wir zu Steffi und machen Tantanmen. Tantanmen. Also super, ich nenne es einfach super Special Ramen. Ja, es ist so eine Fusion Kitchen. Also es ist Ramen, eine Version von Ramen mit chinesischen Einflüssen. Ja, und es ist mega lecker und darauf freue ich mich. Werde ich mich holen. Ich habe gekauft eine Skindapsis Silvery Anne. So, da kann man die. Ich habe noch eine andere, aber das ist eine etwas mehr panaschierte. Destilliertes Wasser für meine empfindlichen Pflanzen. Spielzeug für meinen Kater. Meine zweite Begonie. Meine allererste ist eingegangen, aber das ist eine andere. Und ich finde die so krass, die sieht aus wie was auf dem Mars wachsen Deine sollte. Meine zweite allererste Begonie. Ein paar Zöpfe. Und meine allererste Alokasie. Pink Dragon. Und die heißen so, weil die Blätter dann, die kriegen so eine Textur, dass es aussieht wie so ein Drachenhaut. Sehr cool. Martin hat gekauft. Blumenerde, die ist schon im Wagen. Blumenerde. Also die Pflanze ist nicht zu klein für diesen Topf, sondern ich werde die. Ich will immer Silver Surfer sagen. Silver Sword werde ich umtopfen, die kommt in den größeren und dann kommt die in den alten Übertopf von der Silver Sword. Und das ist eine Green Princess. Ein Philodendron. Philodendron. Ja. Das heißt, Green Princess sind im Prinzip die, die bloß grün sind. Was aber gut ist, Martin, weil je weniger Panaschierung so eine Pflanze hat, desto einfacher sind die in der Pflege. Und ich mag es ja. Ich mag ja grüne Pflanzen. Ja, die ist auch echt schön. Ja, nee. Bin ein bisschen neidisch. Das hätte ich mir auch eine mitnehmen können. Jedenfalls bin ich sehr glücklich. Steffi hat gerade einfach die Kamera ausgemacht. Ja, Entschuldigung. Ich glauben, ehrlich. Das kommt davon, wenn man nicht mehr jeden Tag vloggt. Vollkommen aus der Übung. Ja, ich sag dir. Und wir packen jetzt das ganze Zeug ein und fahren dann in die Essener Innenstadt Klamotten kaufen. Ja! So sieht's aus. Die kriegt einen Ehrenplatz unter meiner Pflanzenleuchte, weit weg von Heizung. Am besten so mit einem eigenen Luftbestäuber. So sieht's aus. Freunde, das ist
ist eine 42er Bundweite. Das ist die, nicht mal die größte Größe bei der normalen Größe, das ist die zweitgrößte. Und die ist so groß. Warum läuft das hinaus? Wir brauchen eine 40er. Weil. Aber ich glaube, der hat da wirklich Ende, ne? Ja. Hammer. Man sieht es nicht, aber ich grinse, wo ich buchen werde. Ah, hallo. Freunde, ich weiß nicht, ob man das gerade bei meinem Genuschel und dem Hintergrundgeräuschen im C&A gehört hat. Das ist auch so eine Erkenntnis, die gerade so ein bisschen ja. durchschlägt. Wir hatten ein bisschen Probleme, meine richtige Größe zu finden. Ja, das war so geil. Es war auf die bestmögliche Art, was? Da hatten wir ein Problem, deine richtige Größe zu finden. Ja, denn ich habe heute das erste Mal dann Hosen nicht in einer Zwischengröße gekauft, sondern in einer regulären Größe und konnte mich jetzt halt nur so herantasten grob. Und ich probierte halt die größte Bundweite an, 44 Zelt. Viel zu groß, die war so, also ehrlich. Und dann ich so zu Steffi, okay, Gott sei Dank, wir hatten noch direkt zwei 42er, hatte ich mit in die Umkleide genommen. Ich sage, komm, dann jetzt mal hier direkt in die 42er, das holst du dann hin. Und ich ziehe die 42er an und sage, Steffi, das ist nichts, das ist die zu ist auch groß. Zu groß, ja. Und dann hat Steffi dankbarerweise, ich bin in der Kabine geblieben, Steffi hatte ja draußen gewartet, Steffi ist dann losgezogen und hat die 40er geholt, während ich in der Kabine wartete, und dann tauchte sie auf, ich zog die 40er. Deine Assistentin? Ja, meine Shopping-Assistentin. mein Shopping-Squire. Ja. Weil ich bin ja die Shopping-Queen jetzt, weiß ich nicht. Ja, mindestens. Ja, auf Queen jeden Fall. Elsa. Naja, auf jeden Fall. Habe ich halt eine 40er Bundweite, was die drittgrößte Größe ist, kann man dazu sagen? Ich war eher vorvorletzte. Ja, die vorvorletzte. Also ich bin schon, habe mich schon zwei Größen von der oberen Grenze der Normalgröße ja. entfernt, und ich habe es schon sehr gefeiert, dass ich einfach wieder in Normalgröße ja. bin. Ja, und die sitzt auch richtig gut. Ja, und dann kam es aber noch viel anders. Dann wollte ich mir noch Pullover kaufen. Ja. Und da wusste ich schon, so 2XL, das ist safe bad, habe ich beim letzten Mal auch gekauft. Jetzt habe ich aber seit letztem Mal auch 15 Kilo abgenommen. Ja. Und jetzt bin ich in einer Gewichtsklasse, wo 15 Kilo sehr viel sind. Ja. Und ich trage nicht mehr XXL, ich trage XL. Ja, vor allen Dingen, du hattest den in XXL an und... Der war okay. Der war okay, aber ich dachte noch, ey, wie sieht der ein bisschen groß aus? Ich glaube fast, Martin könnte... Ein bisschen groß ist. Und ich dachte so, ich glaube fast, dem könnte XL passen. Und habe dann so gesagt, und ich dachte noch so, Martin sagt jetzt vielleicht so, nee, lieber nicht, was ist, wenn es dann nicht passt? Und meinte aber so zu ihm so, probier den mal in XL. Und, Bombe. Ja, und ich habe damit die kleinste Kleidergröße, an die ich mich tatsächlich bewusst erinnern kann, erreicht. Das ist so cool, und er sieht auch ziemlich gut aus in den Klamotten, muss man sagen. Ja, ich werde gleich für das neue Video, dann, was ich nachher drehe, werde ich einfach reinspringen und werde einen Vergleich machen zu meinen Klamotten von Formen abnehmen. Oh. Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und mit welcher, warte mal, du hast mit wie viel in Hemden angefangen und Pullover 5XL oder sowas? 6XL? Was denn? 4? 7. 7? Ja, 6 wurde knapp. Dann hast du mal geschmeidig 6 oder 7 Kleidergröße abgenommen, ne? Ja, doch so ein bisschen. Ja, es bleibt spannend. Und jetzt fahren wir zu Steffi und werden kochen. Und dann fahre ich zu mir und werde Videos drehen. Und wir müssen vor meinem Auto noch Starthilfe geben. Ja, Steffis Auto müssen wir noch Starthilfe geben. Das, da hat die Batterie wegen der Temperaturen jetzt einmal kurz den ja. gemacht. Aber dann werde ich, bevor ich nach Hause fahre, Steffi Starthilfe geben, Steffi dreht ein Ründchen und dann ist auch irgendwann mal Feierabend. Genau. Okay, Freunde, die Ereignisse haben sich tatsächlich etwas überschlagen. Ich bin wieder zu Hause. Es ist spät und ich habe noch nicht ein Video gedreht. Das wird heute ein langer Tag. Das lag daran, dass ich gerade, als wir bei Steffi waren, hatte ich so um 2:45 habe ich eine Nachricht gekriegt von der Arbeit von einem Kollegen. Wir haben jetzt, gestern wurde ein großes Projekt gestartet und da gab es jetzt tatsächlich noch übers Wochenende ein bisschen Klärungsbedarf, mussten ein paar Sachen angepasst werden, und ich bin dann deswegen jetzt gerade relativ zügig nach Hause gefahren, habe Steffi nur noch schnell Starthilfe gegeben, hat alles wunderbar geklappt, und dann habe ich jetzt gerade hier noch eben schnell eine Stunde was für die Arbeit gemacht, und das hat jetzt hier natürlich meinen persönlichen Scheiß alles ein bisschen nach hinten geschoben. Das ist aber kein Problem, das ist absolut kein Problem. Ich werde jetzt erst zu Abend essen, wir haben nämlich 6:15 Uhr,
werde mich dann daran machen, meine Videos zu drehen. Beziehungsweise ich werde vermutlich erst eine Runde spazieren gehen. Und dann habe ich den restlichen Abend Zeit, meine Videos zu drehen. Dann kann es auch draußen dunkel sein, das ist mir egal. Ich habe mein Licht, ich kann so noch mehr Licht aufbauen. Ja, es haben sich jetzt tatsächlich nur ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Hier seht ihr meine heutige Cigar World Bestellung. Da werde ich dann auch ein etwas Genussvideo drüber drehen, natürlich. Werde mir einen Kaffee machen. Nun, ja. Jetzt mache ich mir aber erstmal Abendessen und dann gehe ich draußen eine Runde spazieren. Das klingt doch nach einem fantastischen Plan. Ja, meine Lieben, ich habe gerade zu Abend gegessen und bin jetzt gerade auf dem Weg, meine Runde zu gehen. Ich habe Musik auf den Ohren. Es kann sein, dass ich gerade voll in die Kamera schreie und das nicht realisiere. Ich habe keine kleine Adio San Pedro de Macorís Brasil Robusto im Anschlag. Die habe ich mir heute verdient. Und schaut mal da. Da müsst ihr hinschauen, da hinten. Ach, Sonnenuntergang. Herrlich. Aber das heißt auch, dass ich heute noch einen sehr anstrengenden Abend vor mir habe, an dem ich 3 Videos drehen werde. Ja, das habe ich tatsächlich vor. Aber ich krieg's hin. Ich bin sehr zuversichtlich. In diesem Sinne, ich werde jetzt mal meinen Spaziergang beenden. Beziehungsweise fortsetzen. Würde sagen, ich hole euch da wieder dazu, wenn ich dann wieder zu Hause bin und vermutlich mitten in der Videoproduktion stecke. Aber jetzt heißt es Spaziergang genießen. Ich bin wieder zu Hause. Jetzt wird Video gedreht. Es ist sehr spät, es ist 7:30. Und ich möchte heute noch 3 Videos schneiden, 3 Videos drehen, Videos schneiden. Es wird spannend, aber ich werde es schaffen. Ich werde es durchziehen. Ich weiß, dass ich es kann. Und ich werde es hinkriegen. So, die MP3 exportiert. Aber bevor ich jetzt hingehe und tatsächlich die Speicherkarte aus der Kamera nehme, muss ich noch die Sequenzen drehen, wo ich die Klamotten anhabe. Ja, das wirkte gerade in dem Video, habe ich so geredet, als hätte ich das schon gemacht. Habe ich aber noch nicht gemacht. Psst, Video Magic. Das werde ich jetzt aber als nächstes tun. So, die Aufnahmen in den neuen und alten Klamotten sind gedreht. Es ist der Unterschied des Wahnsinn. Ich fühle mich auch gerade sehr... Ich habe gerade noch die neuen Klamotten einfach anbehalten, weil ich jetzt gerade hier oben bin und Produktfotos mache von Zigarren, von Kaffee. Ich habe so viel Kaffee. Das hier ist sogar entkoffeinierter. Ich habe so viel Kaffee jetzt. Aber das ist gut. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auch richtig drauf, meinen Kaffee zu trinken und auszuprobieren. Es kommt Montag eventuell noch mehr Kaffee. Aber das ist auch alles tatsächlich Content, das muss ich auch mal wirklich ganz platt sagen. Es ist tatsächlich alles das, was mir dabei hilft, Videos zu drehen. Und von daher habe ich noch meine kleine Bestellung bei Roast Market aufgegeben. Und werde mal schauen, wie das so ist. Roast Market ist halt so eine Handelsplattform, wo man von verschiedenen Röstereien Kaffee kriegen kann. Und die haben auch so Probierpakete und da habe ich mal eins bestellt, weil ich relativ günstig dran gekommen bin mit dem Rabattcode. Aber egal, jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich die Kamera wieder runterkriege. Jetzt muss ich mindestens ein etwas Genussvideo drehen. Sehr wahrscheinlich aber 2. Deswegen würde ich sagen, mache ich das jetzt und wir sehen uns einfach gleich. So, meine Lieben, es ist Zeit, ein Haul zu drehen. Ich habe jetzt beschlossen, auch heute nicht mehr 3 Videos zu drehen, sondern insgesamt nur noch 2. Das heißt, das wird jetzt das zweite. Wir haben dann auf etwas Genuss 3 Zigarrenvideos hintereinander. Wenn man den Podcast dazu zählt, nicht. Aber trotzdem, ich werde dann auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt kommende Woche, unter der Woche noch einmal ein Video drehe, was sich um den entkoffeinierten Kaffee, den ich gekauft habe, drehen wird. Aber jetzt ist es tatsächlich für mich das Einfachste und Beste. Und es sind auch, die Videos kommen auch gut an mit den Hauls. Ich denke von daher, das wird passen. Ich werde jetzt zusehen, dass ich das Video gedreht bekomme. Und dann muss ich nur noch schneiden. Und wir haben es 8:45. Egal. Auch an diesen Tagen werde ich durchziehen und mir selber beweisen, dass ich das alles hinkriege. Okay, Freunde, ich habe es geschafft. Das Video ist gedreht. Ich muss jetzt zusehen, dass ich meine Zigarrenausbeute von heute in die Humidore kriege. Und dann mache ich mich an den Videoschnitt. Und Blogbeitrag muss ich auch noch schreiben. Ich werde es wohl dieses Mal echt ein bisschen über die Woche aufteilen. Aber gut, so ist es dann. Ich sollte mich da wirklich nicht zu sehr stressen, sondern akzeptieren, dass nicht immer alles läuft wie geplant. Das wäre doch auch mal was. Aber jetzt sehe ich zu, dass ich zumindest das etwas Martin-Video für morgen noch fertig kriege. Und die Podcast-Folge für morgen, da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Ja, aber zuallererst wandern die Zigarren in den Humidor.
So, jetzt habe ich gerade das Video abgedreht für den Haul und habe dann festgestellt, dass ich vergessen habe, das Thumbnail-Bild dafür zu machen. Also bin ich nochmal oben im Tischstudio, habe hier die Zigarren aufgebaut. So sieht das fertige Bild dann aus. Ja, muss alles sein, Freunde, muss alles sein. Das soll alles für etwas Genuss Pico sein. Und das ist es jetzt. Und jetzt kann ich mich endlich an den Videoschnitt machen. Ach, Freunde, ey, was ein Samstag. Ich weiß, es war heute auch irgendwie nicht so der beste Vlogtag, dadurch, dass es doch dann alles sehr stressig war und sehr viel. Ich hatte das irgendwie ein bisschen entspannter mit vorgestellt. Also ich wusste, dass wir viel zu tun haben, viel vorhaben heute. Steffi und ich, aber irgendwie, so, wir haben auch überhaupt nicht mehr bei Steffi gevloggt, dadurch, dass dann, als wir dann gerade gekocht hatten und gerade beim Essen waren, kam der Anruf, ob ich noch was für die Arbeit erledigen kann. Und da geht es halt echt um ein wichtiges Projekt und dann bin ich halt von Steffi relativ zügig zu mir gefahren. Und das hat halt auch, dass ich da noch was für die Arbeit gemacht habe, hat halt meine komplette Tagesplanung über den Haufen geworfen. Aber das ist okay. Das ist absolut okay, das ist keine Beschwerde. Es hat nur meinen Tag irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht. Aber so ist das manchmal an solchen Tagen. Und jetzt werde ich überlegen, ob ich mit dem Dave noch einen Podcast aufnehme. Oh, Freunde, was ist los? Ich kriege das alles hin. Wichtig ist, dass für morgen das Video steht. Das kriege ich heute noch hin. Den Rest kann ich über die Woche verteilen. Und ich muss das lernen, dass auch das mal okay ist. Und dass ich das schaffe, dass ich mir nicht den Druck machen muss, das alles samstagsabends fertig zu haben. Ja, das ist für mich der nächste Schritt. Und das ist heute einfach die perfekte Gelegenheit, weil no way, Jose, dass ich hier noch irgendwie alles Mögliche abreiße. Das wird nicht passieren. Aber trotzdem werden alle Videos passend kommen. Das kann ich euch garantieren, denn ich halte an meinen Projekten fest und ich ziehe durch. Ich liebe es einfach zu sehr, um es nicht zu tun. Also Freunde, das Video für etwas Martin ist fertig, ist hochgeladen. Der Podcast für morgen ist fertig. Ich habe mir jetzt vorgenommen, noch diesen Vlog zu schneiden und hochzuladen, weil ich dann mit etwas Martin für nächste Woche komplett durch bin. Und das wäre etwas, was ich schön finde, was mir auch ein bisschen Ruhe geben würde. Und dann kann ich mich im Laufe der Woche darum kümmern, die Sachen für etwas Genuss fertig zu machen, wobei das ja relativ entspannt wird. Ich habe jetzt auch den Genussmomente-Podcast mit Dave nicht mehr aufgenommen. Das werden wir morgen Abend machen. Morgen wird auch nochmal ein spannender Tag für mich. Aber morgen werde ich auch nicht vloggen. Morgen sehe ich meine Freunde wieder. Deswegen, darauf freue ich mich. Das wird großartig. Ja, das war es jetzt heute. Es war tatsächlich dann doch ein etwas chaotischer Tag. Ein noch vollerer Tag, als er eh schon gewesen wäre. Das hat dann echt nochmal gut für Stress gesorgt. Von daher, ich hatte wirklich heute Morgen die besten Absichten, viel zu vloggen. Ich denke, es ist ein bisschen was rumgekommen. Ich werde es jetzt gleich sehen, wenn ich mir die ganzen Sequenzen anschaue und zusammenschneide. Aber ja, es wird funktioniert haben, denke ich. Es ist einfach ganz schön, euch immer mal wieder da zuzuholen. Und wie gesagt, es war heute Morgen in meinem Kopf, sind viele coole Dinge passiert. Es sind doch endlich viele coole Dinge passiert. Es war dann aber echt viel und es wurde immer mehr und mehr und mehr. Aber das Gute ist, Steffis Wagen ist ja auch direkt angesprungen. Also das nochmal kurz. Und Steffi ist da noch eine große Runde gefahren. Alles gut wieder. Das sollte funktionieren. Der ist auch wirklich direkt angegangen. Also das ist die Batterie hatte dann einfach ein bisschen mit dem Kälteeinbruch zu kämpfen. Das kann halt immer mal passieren. Und das sollte jetzt aber wieder passen soweit. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal, dass ihr dabei wart. Und heute an diesem Tag, wo ich die 85 Kilo geknackt habe und festgestellt habe, dass ich XL trage. Wahnsinn. Als ich gerade das Video geschnitten habe für etwas, meinte ich, ich kann es nicht glauben. Ich muss wirklich das mir ins Hirn prügeln, dass das, was ich da sehe, ich bin. Aber es wird von Mal zu Mal besser. Leute, in diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns einfach nie. Ihr seht mich im nächsten Video. Haut rein!